heute hier hingefunden haben. Trotz Tanz in den Mai, trotz Waldurgesnacht, die wir hier eigentlich heute haben. Ich freue mich besonders, dass wir heute den Willy Wimmer hier haben. Er ist mit Sicherheit das Highlight für dieses Semester, für mich, auch wenn er gar nicht im Programm stand. Das kam eher gestalt, dass ich Anfang des Jahres angefangen habe, Herrn Wimmer einen Brief zu schreiben, ihn zu bitten, hier zur Volkshochschule zu kommen. Das hat dann 2 Monate gedauert, weil ich diesen Brief immer wieder an die Seite gelegt habe und dann wieder genommen habe und wieder überarbeitet und dann nochmal. Und irgendwann habe ich ihn dann losgeschickt und innerhalb von einer Woche kam dann die Zusage und wir haben diesen Termin gefunden. Das war leider der letzte, den wir hier finden konnten. Herr Willy Wimmer, ich bin ein großer Fan von ihm und er hat dieses Buch geschrieben, zusammen mit dem Wolfgang Effenberger, Wiederkehr der Hasardeure. Ich habe es noch nicht ganz durch, ich bin dabei, ich bin kein Schnellleser, ich brauche da immer ein bisschen Zeit für. Man liest vor und zurück und immer wieder, vor allem wenn man es wirklich verstehen will. Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen, weil es einen Bogen schlägt. Und zwar von den 30-jährigen Kriegen angefangen über den Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg, zu dem Jugoslawienkrieg und dann noch zu der aktuellen Situation. Und das muss man erstmal schaffen. Weil ich finde immer, Informationen zu geben ist eine Sache, aber das Bild zu zeichnen von Information zu Information, das ist eine zweite Fähigkeit. Und die hat der Willy Wimmer, deswegen habe ich mir alles, was er gesagt hat, immer angeguckt im Internet und jetzt bin ich froh, ihn live hier zu haben. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend auch da sind, weil ich gehe davon aus, Sie sind auch Fans. Also begrüßen Sie mit mir zusammen Willy Wimmer. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Frau Rosbach, das ist natürlich für mich was total Besonderes hier in Mönchengladbach, gar keine Frage, zumal die alte Freunde hier unter uns sind, Petra und Peter Uhler, will ich nur ansprechen. Also es ist natürlich eine Frage der guten Erinnerung und mein Sohn Achim Steins ist auch da. Also, insofern ist das hier für mich mehr als zu Hause. Und ich will auch im Zusammenhang mit dieser freundlichen Vorstellung, was das Buch und mich anbetrifft, sagen, Mönchengladbach ist irgendwo so ein Dreh- und Angelpunkt für das, was ich auch sagen will in diesem Buch und auch gesagt habe. Denn es gab so das eine oder andere Ereignis, das nur hier stattfinden konnte. Mich suchte vor 1,5 Jahren der Doyen der Mönchengladbacher Journalisten, wenn ich ihn mal so bezeichnen kann, Otto Schütz auch von der Rheinischen Post. Der war mir in der Vergangenheit eigentlich als bekannter Sportreporter in Erinnerung, aber der macht Seiten über Leute, die hier aus Mönchengladbach sind und hier mal gewirkt haben. Also hat er mich auch besucht und wir haben über das im Werden begriffene Buch gesprochen. Und jetzt muss ich sagen, die Entwicklung, die uns heute umtreibt, also nicht nur die Ukraine, die war ja schon vor längerer Zeit sehr präzise absehbar. Es gibt ja Schlüsselentscheidungen, die liegen lange zurück und das war ja auch mein Ansatz im Zusammenhang mit diesem Buch darüber zu schreiben, zu sagen, liebe Leute, pass auf, wenn das so weitergeht, dann landen wir irgendwo, wo wir alle nicht landen wollen. Und dem Herrn Schütz, der einen sehr liebenswürdigen Artikel über mich geschrieben hat, das war natürlich alles unverdient, was mich betraf. Dem Herrn Schütz habe ich gesagt, also wenn ich das jetzt alles zu Papier bringe, habe ich das Gefühl, ich muss eine Volkshochschule nebenher laufen lassen. Weil das, was man sehen konnte, noch nicht im allgemeinen und öffentlichen Bewusstsein war. Man kann ja, wenn man bestimmte Erkenntnisse hat, sagen, was man will, solange die Leute, um die es geht, es morgens nicht in der Zeitung gelesen haben, hat es die Ereignisse nicht gegeben. Also muss man im Kern, muss man das lang und breit begründen, damit auch sowas wie ein Verständnis überhaupt nur aufkommen kann. Also das war das Erste. Und das muss ich natürlich sagen, Frau Rosbach ist auch die erste Volkshochschule, wo ich sein kann. Insoweit ist das natürlich eine nette Sache, dass es im eigenen Bericht stattfinden kann. Das Zweite ist aber gravierender Natur.
hat aber mit Mönchengladbach auch was Zentrales zu tun. Im September 1989 habe ich hier in der Kaiser-Frösch-Halle eine Rede halten können. Ich war damals parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und das hiesige Territorialkommando Nord, eine berühmte Einrichtung in Mönchengladbach, feierte sein 40-jähriges Bestehen. Und da ich damals die Nummer 2 im deutschen Verteidigungsministerium war, war es irgendwo eine Frage der Ehre, vor Ort eine Einladung zu bekommen, und ich durfte also dann die Festrede halten. Und in dieser Festrede habe ich zum ersten Mal davon sprechen können, und die Reaktion war genauso verhalten, wie ich es eben für das Gespräch mit Herrn Schiff, glaube ich, gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal davon sprechen können, dass gewaltige Veränderungen in Europa anstehen würden und dass wir möglicherweise im Zusammenhang, kann man alles bei der Rheinischen Post nachlesen, dass wir im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen, die vor uns stehen würden, möglicherweise auch in der Frage der nationalen Einheit weiterkommen würden, und das natürlich damit auch in Verbindung zu bringen sei, das Ende der schrecklichen Spaltung Europas. Und wenn ich jetzt hier sitze, habe ich so für mich persönlich, es soll ja jetzt hier nicht nur ein trockener Sachvortrag sein, das Gefühl, das, was damals in Mönchengladbach im September 89 avisiert werden konnte, in Aussicht gestellt werden konnte, das kann ich mit dem heutigen Vortrag hier abschließen und sagen, also die Hoffnung, die damals mit Mönchengladbach im September 89 verbunden war, die hat es gegeben, der sind wir nicht gerecht geworden, und heute sind wir in einer Situation, die extrem verhängnisvoll sein kann, wenn wir nicht alle aufpassen, und insoweit ist Mönchengladbach synonym für die Hoffnung, die es mal in Europa gegeben hat und die sich ja auch für unser Land hat umsetzen lassen, aber auch dafür, dass wir heute in einer Situation sind, die mit der damaligen hoffnungsvollen Entwicklung immer weniger zu tun hat und immer problematischer wird. Und ich finde, abgesehen von den Worten, die ich gerne zu Mönchengladbach finde, wir sehen das in diesen Tagen und in diesem Jahr in besonderer Weise, was ich damit ansprechen will. Wir haben ja nicht nur eine politische Entwicklung, die uns Sorgen bereitet, sondern wir haben in diesem Jahr zwei Gedenktage, die es in sich haben. Der eine ist in wenigen Tagen, der 8. Mai oder 9. Mai, je nachdem, wo man die Kapitulationsurkunde unterschrieben hat. Und das zweite ist der 3. Oktober 1990, also vor 25 Jahren, haben wir die staatliche Wiedervereinigung unseres Landes bekommen. Das sind die beiden Dinge, die uns als Daten jetzt schon auf der Seele brennen und wo man sagen kann, da wird das alles deutlich, wo wir sind, wo wir stehen, was wir mit uns selber anfangen können oder wo wir unseren Aufgaben nicht gerecht geworden sind oder den Erwartungen, die die Menschen halt mit dem einen oder anderen Datum in Verbindung gebracht haben. Und ich sage das mal im Zusammenhang mit dem 8. 9. Mai 1945. In dem Maße, wie die aktuelle politische Entwicklung weitergeht und Bedrohlichkeiten entwickelt, werden wir erleben, dass wir über die jüngst zurückliegende eigene Geschichte Dinge erfahren, die jedenfalls bisher mit unserem Weltbild nicht in Verbindung zu bringen waren. Das heißt, die Archive werden unter den Gesichtspunkten der politischen Opportunität geöffnet und auch in den Überlegungen, uns entweder vor den Kopf zu stoßen oder uns zu gewinnen. Und das kann man an zwei Dingen besonders gut sehen. Vor wenigen Tagen, insoweit muss man fast den Eindruck haben, der Herr, um den es geht, hat unser Buch gelesen, aber vor wenigen Tagen hat ein bekannter Amerikaner mit dem Namen George Friedman, der Chef von Stratfor, einem Militär,
militärischen, nachrichtendienstlichen Think Tank in aller Öffentlichkeit gesagt, dass das Ziel der amerikanischen Politik seit der Reichsgründung 1871 gewesen sei, auf Dauer eine Zusammenarbeit oder Verbindung zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil deutsches Know-how und russische Ressourcen und Arbeitskräfte, die Kombination sei für die Vereinigten Staaten nicht hinnehmbar. Also wenn man das ja hört, dann fängt man ja an zu schlucken unter dem Gesichtspunkt, was ist eigentlich uns in den ganzen Jahrzehnten seit Ende des Ersten Weltkrieges und seit Ende des Zweiten Weltkrieges alles so gesagt worden. Und zum Zweiten Weltkrieg ist das ja auch kein Geheimnis. Wenige Wochen, das kann man inzwischen ja auch nachlesen, wenige Wochen nach der Kapitulation, deswegen spreche ich den 8. und 9. Mai 1945 an, sollte auf Planung des britischen Premierministers Winston Churchill mit den Resten der Wehrmacht gegen die Sowjetunion losgeschlagen werden. Das sind ja alles Dinge, wo ich nur sagen kann, wir werden noch mehr erleben und noch mehr lesen können im Zusammenhang mit diesen beiden Daten. Aber das, was für mich in so hohem Maße problematisch ist und was ich auch versucht habe, in dem Buch zum Ausdruck zu bringen, ist natürlich im Zusammenhang mit dem ersten und dem zweiten Datum auch leicht zu erklären. Aber man muss natürlich die entsprechende Erfahrung dahinter setzen. Leicht zu erklären deshalb, weil der 8. und 9. Mai 1945 natürlich in der Abfolge von Kriegen in Europa stand. Offensichtlich war der Krieg der Normalfall in Europa. Und wenn man die Entwicklung, die zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, sieht, dann weiß man ja, und deswegen hat Wolfgang Effenberger in seinem Teil des Buches darauf auch rekurriert, das geht in der Erfahrung des deutschen Volkes und auch unserer Nachbarvölker im Wesentlichen auch auf die Zeit des 30-jährigen Krieges zurück. Also man muss schon die Geschichte in ihrer ganzen Dimension sehen und wie aktuell das im Zusammenhang mit der heutigen Situation ist. Diese Sicht der Historie, wie sie sich seit dem 30-jährigen Krieg nun für Europa ergibt, sieht man daran, dass in den 90er Jahren der hier in Deutschland ja hoch angesehene ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger offen und in großen deutschen Zeitungen, aber natürlich auch international gefordert hat, das auf den 30-jährigen Krieg zurückgehende Völkerrecht für Europa abzuschaffen und es durch eine Völkerrechtsordnung im Interesse der Vereinigten Staaten abzulösen. Das heißt, die Dinge, die wir heute tun, finden vielfach ihre Begründung in Abläufen, die lange zurückliegen. Und es ist vielleicht nicht nur für unser Volk eine problematische Erfahrung, es mit einer Geschichte zu tun zu haben, die sehr facettenreich ist und wo man nicht immer alle Facetten parat hat. Aber diese Abfolge von Kriegen, die am 8. und 9. Mai 1945 temporär zu Ende ging, die scheint ja jetzt in diesen Wochen und Monaten wieder aufzuleben. Das wird aus meiner Sicht, und wir leben ja alle hier irgendwo am Rhein, auch am Niederrhein, das wird für uns sogar sichtbar, wenn wir uns in der Nachbarschaft umsehen, wie überraschend die Dinge kommen können. Ich will jetzt hier keine großen Erklärungen über den einen oder anderen treffen, nur an Folgendes erinnern. In unserer Nachbarschaft gibt es das große deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Und die sollten vor genau einem Jahr ein Gefechtsführungszentrum für die russischen Streitkräfte fertigstellen und komplettieren und in Resten ausliefern. Das ist dann in Anbetracht der Ukraine-Entwicklung ist das gestoppt worden. Meine Damen und Herren, dieses Gefechtsführungszentrum, das hat Rheinmetall ja nicht gegen den Willen der Bundesregierung an die Russische Föderation ausliefern wollen. Das ist ja alles mit Zustimmung der Moskauer und der Berliner Regierung gelaufen.
Und das macht natürlich an diesem Einzelbeispiel, ich brauche auch die Hubschrauberträger in französischen Häfen gar nicht abzustellen. Das Ganze macht auch deutlich, wie eigentlich die Form der Zusammenarbeit zwischen uns und der Russischen Föderation bis vor einem Jahr gewesen ist. Und wir sind da eigentlich alle wie mit dem Blitz getroffen oder vom Blitz getroffen gewesen, dass das von einem Tag oder von einer Woche oder von einem Monat zum nächsten ja fast kriegsfähig war, wie wir uns im Zusammenhang mit der Russischen Föderation gegenübergestanden sind. Und Sie brauchen ja nur die hiesigen Zeitungen aufzuschlagen und sehen, da wird dann darüber berichtet, welche russischen Nuklearbomber irgendwo über der Ostsee gesichtet worden sind oder welche Flugzeugträger da oder dort ihre Manöver gemacht haben. Das ist ja eine Form von Berichterstattung, die habe ich in meiner grauen Vorzeit in Zusammenhang mit meiner Tätigkeit im Verteidigungsbereich erlebt. Das nannte man damals aber Kalter Krieg. Und das ist über uns gekommen, ohne jede Form der Erläuterung und der Erklärung. Und wir wissen eigentlich, wenn wir uns umblicken, heute immer noch nicht, warum es so ist. Und ich sage das auch deshalb, das ist ja hier eine Stadt, Mönchengladbach, mit hochqualifizierten Krankenhäusern, in denen sich natürlich noch russische Patienten behandeln lassen. Die kommen alleine schon deshalb in diese Gegend, weil Düsseldorf für russische Staatsbürger so etwas wie ein Magnet im nördlichen Teil der Bundesrepublik ist. Auf der Kühe kaufen sie ein und hier lassen sie sich behandeln, wenn sie nichts mehr in der Tasche haben. Also Mönchengladbach ist attraktiv im medizinischen Kontext. Also vor diesem Hintergrund, das sind unsere Nachbarn geworden, genau wie wir davon leben und damit leben, dass sich bei uns hier unsere holländischen Nachbarn aufhalten. Also vor diesem Hintergrund, es ist so normal in Europa gelaufen, wie es nur normal sein kann, wenn man jedenfalls die Mittel und die Möglichkeiten aktueller Politik gesehen hat und bis zum letzten Jahr auch feststellen konnte. Aber das, um was es hier in zentralen Überlegungen geht, hat natürlich nicht nur mit diesen uns allen geläufigen Abläufen zu tun, sondern auch damit, dass unsere Politik in den letzten 25 Jahren nicht von der Abfolge von Kriegen bestimmt war, jedenfalls nicht hier bei uns, sondern davon, dass wir den 3. Oktober 1990 erreichen konnten. Und ich sage das deshalb, weil dieser 3. Oktober 1990 im allgemeinen Empfinden nicht die Abfolge von Krieg, sondern das genaue Gegenteil, das Obsiegen von Verhandlungen gewesen ist. Und wir müssen uns doch fragen, was hat eigentlich zu dieser Entwicklung am 3. Oktober 1990 geführt? Und es war doch die Erkenntnis, dass wir mit den Kriegen in Europa nicht weiterführen konnten, dass das für uns keinen Sinn machen durfte. Ich sage das deshalb auch so mit Nachdruck, weil ich im Rahmen meiner parlamentarischen Arbeit für die letzte große NATO-Übung im Kalten Krieg, Vintex-Simex, im Frühjahr 1989, der Übungsminister gewesen bin, also der Minister, der während der Übung 8 Tage konventionell und 8 Tage nuklear die Dinge in der NATO gestalten musste. Und ich kann Ihnen vor dem Hintergrund dieser Erfahrung nur sagen, schon die konventionelle Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Infrastruktur, die wir haben, hätte für uns das Ende bedeutet. Die nukleare Auseinandersetzung, die war aus meiner Sicht so gravierend, auch wegen beabsichtigter Nuklearschläge auf Dresden und Potsdam von unserer Seite aus, dass ich den amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl gebeten habe, als Bundesrepublik Deutschland diese Übung zu verlassen, weil ich Befehle dieser Art nur wirklich nicht unterschrieben hätte. Und der Bundeskanzler hat sich dieser Bitte sofort angeschlossen und zum ersten Mal in der Geschichte dieser Übungen seit 1966
hat die Bundesrepublik Deutschland an dem nuklearen Teil dieser Übung für die überwiegende Zeit nicht mehr teilgenommen. Das heißt, das war unsere Erkenntnis und wer sich damals mit diesen Fragen beschäftigt hat, der weiß das. Das waren Dinge, die im Kalten Krieg auf uns zukamen, auch Übungen, wo wir aus den Funksprüchen der Warschauer Paktstaaten dahinter gekommen waren, dass sie auf dem Düsseldorfer Rhein üben, auf der Düsseldorfer Rheinbrücke übten. Das sind alles Dinge, die kommen wieder in die Erinnerung, weil die Zeiten wieder so geworden sind, dass man sich Gedanken darüber macht. Aber es sollte eben ein Abstand genommen werden von der damaligen Situation des beiderseitigen Endes und man wollte rauskommen. Und das ist ja auch erfolgreich gewesen. Wir haben immer gesagt, der Schlüssel für die Wiedervereinigung unseres Landes liegt in Moskau und die Russen haben ihn rausgerückt. Und das ist möglich gewesen, nicht weil wir sie angegriffen haben, sondern weil wir mit ihnen verhandelt haben. Und die Dinge, die wir mit ihnen verhandelt haben, die rekurrierten sich ja auf drei Körbe des Helsinki-Prozesses. Menschenrechte, wirtschaftliche Entwicklung und Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und das ist so erfolgreich gewesen, dass wir in Anbetracht auch der Dinge, die sich aus der wirtschaftlichen Stärke der Europäischen Gemeinschaft oder auch der militärischen der NATO ergeben hat, diese Entwicklung bekommen haben. Wir haben also eine Situation 1989-1990 gehabt, wo wir für uns zum ersten Mal in Europa gesehen haben, es gibt eine Abkehr von der Abfolge des Krieges, wo der eine Krieg dem anderen folgt. Wir können die Dinge, mit denen wir es zu tun haben, durch Verhandlungen lösen. Und wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland, damals gab es ja noch Außenminister in der Qualität auch von Hans-Dietrich Genscher, wir haben uns darauf eingestellt, auch mit den Problemen, die wir nach der Wiedervereinigung auf uns zukommen sahen, durch Verhandlungen darauf einzustellen. Und es gab ja Probleme genug. Wir haben im Zusammenhang mit der Entwicklung, die zur Wiedervereinigung führte, ja gesehen, dass vieles von dem, was uns in Europa bis heute umtreibt, auf die nicht geklärten Probleme am Ende des Ersten Weltkrieges zurückzuführen sind. Und wir waren der Auffassung, wir können die KSZE so ertüchtigen, dass man auch an diese Probleme rangehen kann. Und wir haben damals das gesehen, was Ihren Oberbürgermeister, wie jeden anderen Landrat und Bürgermeister oder Bürgermeisterin in der Bundesrepublik Deutschland im Augenblick umtreibt. Wir haben damals gesehen, es wird eine Welle von Wohlstandsmigranten geben. Das war abzusehen. Wir sahen Afrika auf uns zukommen. Und zwar in gewaltigen Migrationsbewegungen. Und natürlich die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine geeignete Möglichkeit sein würden, mit diesen Problemen, ich will nicht sagen fertig zu werden, aber jedenfalls das zu verhindern, was wir heute auf uns zukommen sehen. Und zwar dadurch, dass die Staaten am nördlichen Rand Afrikas, am südlichen Rand des Mittelmeeres, selber politisch und wirtschaftlich so auf die Füße gestellt werden sollten, dass sie die Migrationswellen aus Afrika würden abfedern können. Abfangen wäre das falsche Wort, abfedern können. Wir sind eines Besseren belehrt worden und das hing mit unseren amerikanischen Bündnispartnern zusammen. Wir waren natürlich der Auffassung, mit den Problemen dieser Welt werden wir fertig durch Verhandlungen. Und wir mussten erleben, dass die Vereinigten Staaten den Schalter umgelegt haben. Die sind in den ersten 5 Jahren der 90er Jahre nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Abgeordneten zu den internationalen Treffen der KSZE und später der OSZE zu schicken. Amerikanische Abgeordnete konnten für eine Reihe von Jahren Amerika nicht mehr verlassen, solange es nicht eine Neubeurteilung der amerikanischen Politik gegeben hatte. Und diese Neuorientierung und Neubewertung der amerikanischen Politik
sah so aus, wie ich es jetzt gerade sage. Die Vereinigten Staaten konnten mit einer auf Frieden ausgerichteten Welt nichts anfangen und haben ihre Politik darauf abgestellt, mit den militärischen Möglichkeiten, die sie unbestritten haben, die Welt so aufzumischen, dass es ihren Interessen entsprechend auch so gehen konnte. Und wir haben ja dann später über den Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und Irak und was es da alles gegeben hat, gesehen, dass dieser Prozess bis heute noch nicht zu Ende gebracht ist. Das heißt, wir haben eine Situation sehr schnell feststellen müssen, das haben wir im Deutschen dann ja auch im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg gesehen, dass nicht die auf Verhandlungen ausgerichtete Welt, auch die europäische Welt, unsere Zukunft bestimmen würde, sondern die militärische Auseinandersetzung. Und deswegen sind wir ja auch zum ersten Mal seit 1945, was Jugoslawien anbetrifft, wieder in einen völkerrechtswidrigen Krieg eingestiegen. Ich weiß, dass die damalige Situation auch bei uns in unserem Land die Leute umgetrieben hat. Die Bilder, die man dann im Fernsehen sah oder was man in den Zeitungen lesen konnte. Nur die Dinge hatten andere Ursachen. Ich habe im Mai 2000 in Bratislava an einer hochrangig besetzten Konferenz mit Ministerpräsidenten, Generalstabschefs, Außenministern und wem auch immer teilnehmen können, und zwar organisiert durch das amerikanische Außenministerium. Und in dieser Konferenz ist uns sehr reiner Wein eingeschenkt worden darüber, warum es den Jugoslawienkrieg gegeben hat. Die amerikanischen Gesprächspartner aus dem amerikanischen Außenministerium haben uns gesagt, wir mussten eine Fehlentscheidung von Eisenhower korrigieren, der es im Jahr 1944 verabsäumt hatte, amerikanische Bodentruppen auf den Balkan zu schicken. Und die mussten wir dahin bringen. Der sachliche Hintergrund ist natürlich die Kontrolle der europäischen Infrastruktur im Süden. Und vor diesem Hintergrund hat es unbeschadet der bei uns artikulierten humanitären Fragen den Jugoslawien gegeben. Und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ja in aller Offenheit gesagt, vor gut einem Jahr, natürlich hätte er die Zustimmung zu einem völkerrechtswidrigen Krieg gegeben. Er sah sich darüber im Klaren, dass er damit das Völkerrecht gebrochen habe. Jetzt ist das ja nicht eine Frage, die man unter reinen juristischen Gesichtspunkten vielleicht erörtern kann. Bis ins Soldatengesetz hinein wird unseren Soldaten, auf Soldatinnen und Soldaten auferlegt, die geltenden Regeln des Völkerrechts auch für ihre eigene Entscheidung im Zusammenhang mit militärischem Tun zugrunde zu legen und ihr Tun danach auszurichten. Wenn der Bundeskanzler als oberster Befehlshaber in einer kriegerischen Situation sagt, ich habe das Völkerrecht gebrochen, das war mir bewusst, dann wissen wir doch, dass wir Jahrzehnte nach den Nürnberger Prozessen unsere Soldaten und Soldatinnen erneut einer solchen Problematik aussetzen. Und jetzt ist der Gerhard Schröder mir sympathisch genug, dass ich ihn nicht in Den Haag sehen will. Also von mir aus nicht. Aber es kann doch nicht angehen, dass man so etwas sagt und man sagt es fröhlich. Oder im Fall von dem britischen Premierminister Tony Blair, der ja offensichtlich Gewohnheitstäter auf diesem Feld völkerrechtswidriger Krieg ist, der wird dann auch noch hochdotiert europäischer Repräsentant in der Mittelost. Das kann doch nicht angehen. Welches Empfinden haben wir eigentlich dafür, was wir selber tun? Und das ist eine Entwicklung, wie sie nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu unserem Schrecken um sich gegriffen hat. Und wir haben es auf dem Kontinent in einer weiteren dramatischen Fragestellung erlebt. Wir waren so überzeugend mit dem, was wir hier gemacht haben, dass man sich auf der östlichen Seite des gemeinsamen Kontinents Gedanken darüber gemacht hat, ob man nicht ähnlich vorgehen solle. Man soll also die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also die uns im Westen betrifft,
betraf, die sollte übertragen werden auf die Gebiete Kasachstan, Russische Föderation, Volksrepublik China und was es da alles gibt. Dafür gab es handfeste Hintergründe. Erstens ist den Eltern in dieser Runde, also diejenigen, die etwas jünger sind als ich, denen ist noch bekannt, dass wir in den 70er, 60er Jahren Grenzkriege zwischen der Sowjetunion und China hatten, am Ussuri. Den Kasachen, den Chinesen, war natürlich eins geläufig. Das, was im Westen Europas zum Ende des Warschauer Paktes geführt hatte, konnte auch am Himalaya oder am Tien Shan-Gebirge dazu führen, wegen der Dislozierung von Völkerschaften diesseits und jenseits des Gebirges, dass diese ganzen Staaten, die ja auch zum Teil Kunstgebilde sind, würden auseinanderfallen können und das könnte auch die Volksrepublik China treffen, die Russische Föderation, aber auch die Kasachen, die Kirgisen und die Tadschiken. Und vor diesem Hintergrund wollte man keine gewaltsame Auseinandersetzung in diesem Teil der Welt haben und hat gesagt, Staatspräsident Nazarbayev aus Kasachstan war derjenige, der es propagiert hat. Wir setzen auf das europäische Erfolgsmodell der KSZE und machen in Asien so etwas wie eine KSZA, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Asien. Ich war in Kasachstan an allen Vorbereitungskonferenzen, die dazu führen sollten, beteiligt, weil ich in der damaligen Situation Vizepräsident des entsprechenden KSZE oder OSZE-Parlaments gewesen bin. Und ich bin nicht mehr schlau geworden aus dem, was ich bei unseren amerikanischen Partnern da empfunden habe und gesehen habe. Die Amerikaner haben alles getan, dieses Konferenzprojekt zu zerstören, nicht sich entstehen zu lassen. Und das Ergebnis war und ist, dass die Kasachen, Chinesen, Russen, wer auch immer, inzwischen den Shanghai-Kooperationsrat und die Shanghai-Vertragsorganisation gebildet haben, an der sich auch Afghanistan, die Türkei und wer auch immer beteiligt, um sicherzustellen, dass es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Gegend kommt. Und die Amerikaner sind nicht dabei. Sie wollten partout nicht das Erfolgsmodell der KSZE auf den asiatischen Teil des Kontinents übertragen. Und das Ergebnis ist, dass sie draußen vor sind. Das hat natürlich in der Zeit nachhaltig deutlich gemacht, mit was wir es eigentlich zu tun haben. Und deswegen war auch der Weg in den Jugoslawienkrieg für uns vorgezeichnet. Und dieser Weg in den Jugoslawienkrieg, den kann man im Zusammenhang mit unserer eigenen europäischen Entwicklung auch damit unterschreiben oder beschreiben, dass man sagt, ja, selbstverständlich, um diesen Krieg zu ermöglichen, musste das uns bekannte Völkerrecht in Europa zerschossen werden, zerstört werden. Und der gesamte Rechtsrahmen, der uns die Wiedervereinigung unseres eigenen Landes erlaubt hat, ist im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg ins Orbit geschossen worden. Von der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit und dem Gewaltverzicht und der Aussage, Grenzen nicht mit Gewalt verändern zu wollen, bis hin zu irgendwelchen Wiener Übereinkommen, dass man Verhandlungen nicht durch Androhung von Gewalt gestalten kann. Das ist alles zerstört worden. Und die Erklärungen der damaligen Bundesregierung waren, das ist kein Präzedenzfall, auf den sich jemand berufen kann. In Bratislava, knapp anderthalb Jahre später, haben uns die Amerikaner gesagt, natürlich ist das ein Präzedenzfall, auf den sich jeder berufen wird, der was Ähnliches vorhat. Und ich sage das deshalb so mit Nachdruck, weil ich nicht verstehen kann und bis heute nicht verstehen will, warum unsere Bundeskanzlerin, der ich im Zusammenhang mit dem Minsk-II-Abkommen eine Menge guten Willen attestiere und auch die Fähigkeit, Zeit zu kaufen, nicht nur in Sachen Griechenland, sondern auch in Sachen Ukraine,
warum die zum ersten Mal so etwas wie den Begriff Völkerrecht in Zusammenhang mit der Krim in den Mund nimmt, ihn aber nur bei Gott vermieden hat, als es um den Sündenfall Europas in Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg gegangen ist. Also vor diesem Hintergrund kann ich nur in aller Deutlichkeit sagen, der Sündenfall war früher. Und die große Frage ist, was wir aus diesem Sündenfall machen. Und ich habe in Zusammenhang, und das kann man auch in diesem Buch natürlich begründeter nachlesen, als ich es jetzt sagen kann, ich habe in Zusammenhang mit der gesamten Entwicklung seither immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wenn Europa den Völkerrechtsrahmen verliert, kommen wir natürlich einer Entwicklung näher, wie sie zum 8. Mai, 9. Mai 1945 geführt hat oder führen musste. Denn in dem Maße, wie ich Rechtsrahmen entwickle, gehe ich auf eine Politik der guten Nachbarschaft. Es gibt ja diesen Ausspruch, Demokraten führen keine Kriege. Inzwischen wissen wir, dass gerade die es machen. Aber man kann in dem Sinne schon sagen, Staaten, die eng miteinander kooperieren, führen keine Kriege miteinander. Und diese Möglichkeit hat man uns im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen abgeschnitten. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, wir nähern uns einer Situation, wo wir nicht darüber befinden werden, was in der nächsten Woche hier in Europa passiert. Und das, was mir vielleicht, anderen geht es vielleicht genauso, ein gewisses Maß an Hoffnung gibt, ist das, was ich eben im Zusammenhang mit Frau Merkel und Minsk II geschrieben habe. Denn das, was im letzten Jahr abgelaufen ist, vor genau einem Jahr, machte ja deutlich, dass die Brandfackel so in unseren Kontinent reingeschleudert werden sollte, dass es am nächsten Tag hätte explodieren können. Und die Absicht im Zusammenhang mit der Ukraine war die ja auch. Und war das ja auch. Die Entscheidungen, die in der Nacht des Umsturzes in Kiew getroffen worden sind, und draußen haben sie ja dankenswerterweise vor Rosbach die Bilder hingehängt, sollten ja zur Folge haben, dass die Krim aus der fragilen staatsrechtlichen Situation, in der sie sich in der Ukraine befanden, zugunsten eines Umsturzes global strategischer Interessen zugunsten der Amerikaner erledigen sollte. Wir haben es ja alle nicht verstanden. Die Ukraine ist nun einmal so zustande gekommen, wie ein Zerfallsstaat am Ende der Sowjetunion zustande kommen konnte. Das heißt, man muss Rücksicht aufeinander nehmen und darf Minderheiten nicht vor den Kopf stoßen. In der Nacht, als der Umsturz passiert, hat man die russische Minderheit eigentlich ihrer Rechte entkleiden wollen. Und die haben sich das nicht bieten lassen. Aber der Hintergrund für die Krim war ja noch ein anderer. Von der Krim aus hat die Russische Föderation über ihre Schwarzmeerflotte Syriens Machthaber Assad unterstützt und macht es bis heute. Und da die Amerikaner im Nahen und Mittleren Osten nicht weiterkamen mit ihren Überlegungen der Neugliederung, das ist eine Form von heißer Neugliederung, haben sie sich überlegt, natürlich die Krim aus dieser Funktion für die Russische Föderation rauszulösen. Das ist ihnen in Anbetracht aller Umstände nicht gelungen. Und mich wundert es heute überhaupt nicht, dass der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter natürlich heute davon spricht, dass die Dinge so laufen mussten, wie sie dann gelaufen sind. Denn die Russische Föderation hat sich diese Möglichkeit dann auch nicht nehmen lassen. Das heißt, wenn wir eine Situation in Europa gehabt hätten, die nicht durch den Jugoslawienkrieg so nachhaltig tangiert worden wäre, hätten wir heute keine Situation auf diesem Kontinent, wo wir uns mit diesen Dingen so beschäftigen müssen, wie ich es jetzt hier etwas deutlich ausgeführt habe.
Und vor diesem Hintergrund muss sich jeder fragen, was eigentlich unsere Zukunft sein will und sein soll. Wenn wir mit dem System der Sanktionen so weitermachen, das wissen wir aus den Sanktionen, die gegenüber dem Iran verhängt worden sind, habe ich den Weg zum Krieg. Und es muss eine Menge passieren, dass es nicht so weit kommt. Und wir können in meinem Verständnis eins nicht verantworten, dass wir in einem Jahr, wo wir zwei Gedenktage haben, die deutlich machen, wie man erfolgreich und erfolglos Politik macht, dass wir im Zusammenhang mit der Politik des Westlichen Bündnisses offensichtlich auf die Fortsetzung des 8. und 9. Mai 1945 für unsere Politik setzen und nicht auf das setzen, was unserem eigenen Land in Erfolg im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung unseres Landes am 3. Oktober 1990 gegeben hat. Das ist die verfixte Fragestellung, die wir für dieses Jahr haben. Und Wolfgang Effenberger und ich und die Mayersche Buchhandlung ist ja freundlicherweise bereit, die Dinge auch hier in diesem Raum zu transportieren. Wir haben uns in diesem Buch mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und ich finde, dass man als Deutscher natürlich seiner eigenen Verfassung verpflichtet sein muss, und zwar das in erster Linie, und dass wir von einer Bundeskanzlerin erwarten, dass sie die Richtlinien der Politik erfüllt und nicht von einer hohen Kommissarin, die im Auftrag selber arbeitet. Ich bedanke mich.